Dann sagt der Autor, und der Tawhid sind drei Arten. Und der Tawhid sind drei Arten. Das heißt, wir teilen den Tawhid in drei Arten auf. Und diese Aufteilung des Tawhid in drei Arten, den gab es an sich nicht schon immer, sondern dieser wurde mit der Zeit eingeführt. Das heißt aber nicht, dass das beispielsweise eine Erneuerung ist, ja, weil es etwas Neues in der Religion ist, sondern wir sagen, diese drei Arten des Tawhid haben die Gelehrten durch die verschiedenen Offenbarungstexte aus dem Koran, aus der Sunna extrahiert. Zuvor und natürlich immer noch wurde der Tawhid in zwei Arten aufgeteilt. In zwei Arten. Aber wir werden erstmal auf die drei Arten kommen und dann werde ich auf die zwei Arten zu sprechen kommen, wenn wir über diese drei Arten sprechen. Wenn wir über diese drei Arten sprechen. Wir sagen aber, diese drei Arten, ja, wir werden sie natürlich behandeln, heute inshallah, und dann werden wir natürlich ebenso die ganzen Beweise für diese drei Arten durchgehen. Und so werden wir sehen, dass diese drei Arten entnommen wurden aus dem Koran, aus der Sunna. Warum wurden dann diese drei Arten aufgestellt? Einfach nur als eine Art Erleichterung, als Übersicht, ja, als eine Art Übersicht. Die erste Art dieser drei Arten ist Tawhid ar-Rububiyya. Tawhid ar-Rububiyya. Das heißt, die Einzigkeit in der Herrschaft. Die Einzigkeit Allahs in der Herrschaft. Ebenso die zweite Art, Tawhid al-Uluhiyya. Also die Einzigkeit Allahs in der Anbetung. Die Einzigkeit Allahs in der Anbetung. Und drittens ist der Tawhid al-Asma wa-Sifat. Also die Einzigkeit Allahs in seinen Namen und Eigenschaften. In seinen Namen und Eigenschaften. Das heißt, die erste Art des Tawhid war Ar-Rububiyya. Ja, wir haben gesagt, Ar-Rububiyya bedeutet die Einzigkeit Allahs in seiner Herrschaft. Während die zweite Art, die Einzigkeit Allahs in der Anbetung ist. Und die dritte Art, die Einzigkeit Allahs in seinen Namen und in seinen Namen und Eigenschaften. Kommen wir zu der ersten Art und das ist Tawhid ar-Rububiyya. Und dieser Tawhid ar-Rububiyya wurde auch oder ist auch Tawhid al-Ma'rifa. Al-Ma'rifa bedeutet einfach nur die Erkenntnis. Ja? Und Ithbat, das Bestätigen. Das heißt, Tawhid al-Ma'rifa wal-Ithbat ist der Tawhid des Kennens, des Erkennens, des Bestätigens. Man sagt auch, dass es der Tawhid des Wissens ist. Ja? Der Tawhid des Wissens. Und das ist eine der ersten oder eine der zwei Aufteilungen, wie wir den Tawhid auch aufteilen können. Wir haben gesagt, wir teilen den Tawhid in drei verschiedene Arten auf, wir können aber auch in zwei Arten aufteilen. Und wenn wir ihn in zwei Arten aufteilen, wir hatten gesagt drei, dann ist es Tawhid ar-Rububiyya, wal-Uluhiyya und Asma wa-Sifat. Wenn wir es in zwei aufteilen, in zwei Arten, dann ist einmal eine Art Tawhid al-Talab, ja, al-Talab, und Tawhid al-Ma'rifa. Und wie gesagt, Tawhid al-Ma'rifa hatten wir gerade, ist Tawhid al-Rububiyya. Ist Tawhid al-Rububiyya. Tawhid al-Ilmi kann man auch sagen. Ja, also der wissenschaftliche Tawhid. Und der Autor sagt, und das ist derjenige, also der Tawhid al-Rububiyya, den die Ungläubigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam bestätigten. Das heißt, die Ungläubigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam hatten an eine bestimmte Art des Tawhid geglaubt. Ja, sie hatten eine gewisse Art von Tawhid. Und zwar welche?
Tawhid al-Rububiyya. Dann sagt der Autor, jedoch ließ sie dieser nicht in den Islam eintreten. Jedoch ließ sie dieser nicht in den Islam eintreten. Und ich möchte etwas vorspringen. Der Autor sagt, und es ist der Tawhid hinsichtlich seinen Taten, also den Taten von Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, Tawhid al-Rububiyya ist, dass du Allah subhanahu wa ta'ala einzig stellst oder alleine stellst in seinen Taten. Was sind seine Taten? Das Erschaffen, das lebendig machen, das Sterben machen, das Sterben lassen, das Versorgen und so weiter. Ja? Das sind die Taten von Allah subhanahu wa ta'ala. Er versorgt, er erschafft, er bestimmt die Angelegenheiten, er lässt die Sachen so laufen, wie sie laufen und so weiter. Er macht lebendig, er lässt Lebewesen sterben und so weiter. Das sind die Taten von wem? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Tawhid al-Rububiyya ist, dass du ihn in diesen Taten, also Allah subhanahu wa ta'ala, in diesen Taten alleine machst, sozusagen alleine stellst. Das heißt, du bestätigst, nur Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der versorgt. Nur Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der gibt. Nur Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der nimmt. Nur Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der lebendig macht. Nur Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der heilt. Nur Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der krank macht, der die Angelegenheiten leitet und so weiter. Ja, das ist also was? Tawhid al-Rububiyya. Dass du bestätigst, dass diese Sachen, die Allah subhanahu wa ta'ala macht, dass seine Taten nur er einzig und alleine macht. Und das ist Tawhid al-Rububiyya. Und die Ungläubigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie haben den, ich sag mal, Grundsatz von diesem Tawhid verstanden. Sie wussten, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der lebendig macht. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der sterben lässt. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der gibt, der versorgt, der heilt. Sie wussten das. Warum? Sie sagen, dieser Tawhid al-Rububiyya ist von der Fitra, ist von der natürlichen Veranlagung einer Person. Dass eine Person auf die Welt kommt und Verstand besitzt, ist ausreichend, dass sie weiß, es gibt nur einen Schöpfer. Es gibt nur einen, der lebendig macht. Es gibt nur einen, der versorgt. Und deswegen die Ungläubigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie hatten diesen Tawhid bestätigt. Ja? Sie hatten diese erste Art des Tawhid bestätigt. Und zwar, dass Allah subhanahu wa ta'ala die absolute Herrschaft hat. Dass er die absolute Herrschaft hat. Aber wir sagen natürlich, der Tawhid von ihnen in dieser Sache war nicht vollständig. Manche sagen das nämlich heutzutage. Sie sagen, dass der Tawhid al-Rububiyya von den Ungläubigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass dieser vollständig vorhanden war. Und das ist falsch. Das ist falsch. Denn wir werden lernen, dass die zweite Art des Tawhid, dass es der Tawhid in der Anbetung ist. Und ich will jetzt nicht zu viel vorschlagen. Deswegen beschränken wir uns hier darauf, dass was? Dieser Tawhid, das Alleinstellen Allahs in seinen Taten ist. Ja? Das Alleinstellen Allahs in seinen Taten. Was sind die Beweise dafür? Diese erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran zahlreich. Und auch der Autor erwähnt einige von diesen Versen, die wir inshallah durchgehen, um diesen Tawhid al-Rububiyya zu bestätigen. Weil wir haben gesagt, jede Person, die etwas behauptet in der Religion, muss ihre Beweise bringen. Ja? Auch ein Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab. Und wenn eine Person etwas in der Religion behauptet, ohne einen Beweis dafür zu haben, dann lehnen wir das ab. Dann lehnen wir das ab. Deswegen müssen wir uns natürlich die Beweise hierfür anschauen.
Der Autor sagt, und der Beweis, dass die Ungläubigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam diese erste Art des Tawhid erkannt haben, bestätigt haben, ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, sprich, wer versorgt euch vom Himmel her und aus der Erde? Und wer ist es, der Gewalt über die Ohren und die Augen hat? Und wer bringt das Lebendige aus dem Toten hervor? Und das Totige und das Tote aus dem Lebendigen? Und wer sorgt für alle Dinge? Wer kontrolliert alle Dinge? Sie werden sagen, Allah. Sie werden sagen, Allah. So sprich, wollt ihr denn nicht fürchten? Diese Worte sind ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ja, sprich, yani sprich, o Gesandter Allahs, sprich zu den Leuten, die neben Allah subhanahu wa ta'ala andere anbeten, aber, oder beziehungsweise, sprich und schau, ob sie diese Sachen bestätigen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, sprich, o Gesandter Allahs, wer versorgt euch vom Himmel aus? Durch den Regen, durch die Sonne und vom Boden aus, von der Erde aus, durch die Früchte, Obst, Gemüse. Wer versorgt euch mit diesen Sachen? Und wer besitzt Gewalt über das Gehör und das Sehen? Wer ist derjenige, der euch hören lässt? Wer ist derjenige, der euch sehen lässt? Wer ist derjenige, der jederzeit euer Augenlicht nehmen könnte? Und euer Gehör nehmen könnte. Und wer ist derjenige, der, wenn es euch genommen wurde, es wieder herbeiführen kann? Wenn ihr blind geworden seid, wer kann euch wieder sehend machen? Wenn ihr taub geworden seid, wer kann euch wieder hörend machen? Und wer kontrolliert alles? Wer kontrolliert die Angelegenheiten? Wer sorgt dafür, dass es regnet? Wer sorgt dafür, dass dieses und jenes auf der Welt geschieht? Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala hier? So werden sie zu dir sagen, Allah. So werden sie zu dir sagen, Allah. Und was war das, was wir gerade besprochen haben? Was erwähnt Allah subhanahu wa ta'ala hier? Den Tawhid al-Rububiyya. Ja? Und zwar, dass er derjenige ist, der all diese Sachen macht. Er versorgt. Er gibt, er nimmt, er macht lebendig, er ist derjenige. Und daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, so sag, so sprich zu ihnen, ja Muhammad, wollt ihr denn nicht fürchten? Yani wollt ihr nicht Allah subhanahu wa ta'ala fürchten bezüglich eurem Schritt, den ihr macht, nachdem ihr doch bestätigt habt, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der lebendig macht, der hören lässt, der sehen lässt. Ihr bestätigt das doch. Und trotzdem, obwohl ihr bestätigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der nimmt, der gibt, und ihr genauso bestätigt, dass diejenigen, die neben Allah subhanahu wa ta'ala anbetet, irgendwelche toten Menschen, irgendwelche Bäume, irgendwelche Steine, dass diese nicht diese Eigenschaften haben. Dass diese Eigenschaften nur Allah subhanahu wa ta'ala. Trotzdem widmet ihr eure Anbetung diesen anderen. Wollt ihr diesbezüglich nicht Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Prophet das zu den Leuten sagen soll. Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, das ist ein weiterer Beweis, den Muhammad ibn Abdul Wahhab hier anführt, ist die Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, sprich, wem gehört die Erde und was auf ihr ist, wenn ihr wüsstet. Sie werden sagen, Allah, sprich, ja Muhammad, wollt ihr denn nicht nachdenken? Sprich, also ja Muhammad, wer ist der Herr der sieben Himmel und der Herr des gewaltigen Throns? Sie werden sagen, Allah. Sie werden sagen, Allah, sprich, wollt ihr denn nicht gottesfürchtig sein? Sprich, Herr Muhammad, wer ist es, in dessen Hand die Herrschaft über alle Dinge ist und der Schutz gewährt, aber von dem es keinen Schutz gibt, wenn ihr wisset?
Sie werden sagen, all dies ist Allahs. Sie werden sagen, all dies ist Allahs. Sprich, wieso seid ihr also verblendet? Wieso seid ihr also verblendet? Allah subhanahu wa ta'ala geht in diesen Versen wieder auf welchen Tawhid ein? Auf den Tawhid ar-Rububiyyah. Ja? Und er sagt hier wieder zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, zeig ihnen, wer derjenige ist, der alles besitzt. Zeig ihnen, wer derjenige ist, der die Kontrolle über alles hat. Und wie gesagt, die Ungläubigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sie wussten das. Aber sie haben trotzdem andere angebetet. Warum? Weil sie gesagt haben, sie bringen uns Allah subhanahu wa ta'ala näher. Wenn wir neben Allah subhanahu wa ta'ala Götzen anbeten, so bringen uns diese Allah subhanahu wa ta'ala näher. Deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam, sag ihnen, wem gehört die Erde? Wem gehört die Erde und das, was auf ihr ist? Und so sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie werden sagen Allah. Sie werden eingestehen, das gehört alles Allah subhanahu wa ta'ala. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sprich, wollt ihr denn nicht nachdenken? Denn die logische Konsequenz, wenn du nachdenkst, wenn Allah subhanahu wa ta'ala derjenige ist, der mir alles nimmt, und der mir alles gibt und der die Fähigkeit zu allem hat, dann bete ich auch nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann bitte ich auch nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich beispielsweise weiß, ich habe ein Problem und ich habe Tawhid al-Rububiyyah in mir drinnen. Ich habe das verstanden. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der mir dieses Problem lösen kann. Dann bitte ich auch nur Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich verstanden habe, ich wünsche mir beispielsweise einen Sohn und ich habe verstanden, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der gibt. Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der lebendig macht. Dann bitte ich auch nur Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, dass ich nur Allah subhanahu wa ta'ala anbete, ist die logische Schlussfolgerung aus dem Tawhid ar-Rububiyyah. Deswegen habe ich vorhin gesagt, dass die Ungläubigen zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sie hatten zwar die Grundlage des Tawhid ar-Rububiyyah, aber sie haben Tawhid ar-Rububiyyah nicht vollständig verstanden. Und das ist das, was heutzutage leider häufig falsch beigebracht wird, dass sie Tawhid ar-Rububiyyah vollständig verstanden haben. Das ist falsch. Denn wenn eine Person den Tawhid ar-Rububiyyah vollständig versteht, dann stellt sie Allah subhanahu wa ta'ala niemand zur Seite. Wenn sie zu 100% Tawhid ar-Rububiyyah verstanden hat, dann stellt sie Allah subhanahu wa ta'ala in der Anbetung niemand zur Seite, weil diese Person dann ganz genau weiß, niemand gibt und nimmt, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Ist jetzt Erde? Noch nicht, ja? Okay. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sprich, ja Muhammad, wem gehören die Himmel, die sieben Himmel, und wer ist der Herr des gewaltigen Throns? Diese Himmel, diese gewaltigen Erschaffungen, die ihr seht, wer ist der Herrscher über diese Himmel und über diesen gewaltigen Thron und alles, was in ihnen ist, von den Engeln, diesen gewaltigen Geschöpfen, wer ist der Herrscher von diesen? Wer ist der Herrscher von diesen? Ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie werden die sagen Allah. Sie werden die sagen Allah, so sprich, wollt ihr denn nicht fürchten? Fürchten, dass Allah subhanahu wa ta'ala euch bestraft, dass ihr neben Allah subhanahu wa ta'ala andere anbetet, obwohl ihr doch euch eingesteht, dass Allah subhanahu wa ta'ala ist der Einzige, der anbetungswürdig ist. Würdig ist. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala weiter, kein Geschöpf bewegt sich, dass er nicht in seine Richtung starrt. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala zeigt hier wieder, er ist derjenige, der alles kontrolliert. Und du machst keinen Schritt nach vorne,
noch nach links, noch nach rechts, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala wollte, dass du diesen Schritt nach vorne machst. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und er ist derjenige, der Schutz gewährt. Er ist derjenige, der Schutz gewährt, und von ihm geht kein Schutz aus. Die Araber zu der damaligen Zeit, wenn eine Person beispielsweise in eine Stadt gereist ist oder durchreisen wollte, dann ist sie zu demjenigen gegangen, der sozusagen der Oberstführer war, die stärkste Person des Stammes, und hat bei dieser Person um Schutz gebeten, damit niemand von diesem Ort, von dieser Ortschaft ihr etwas tut. Und es war nicht möglich, dass eine Person, die von der Macht her unter dieser Person steht, ihr Schutz gewährt, sondern das war die Aufgabe von demjenigen, man hat Schutz gesucht bei dem, der der Gewaltigste des Volkes war. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, er ist derjenige, der Schutz gewährt, und von ihm geht kein Schutz aus. Um den Arabern zu zeigen, nichts ist gewaltiger als Allah subhanahu wa ta'ala. Ihr unter euch gibt es immer einen, der gewaltiger ist. Aber es gibt niemand, der gewaltiger ist, der über Allah subhanahu wa ta'ala steht. Daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie werden sagen Allah. Das heißt, sie gestehen sich sogar was ein, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Gewaltigste ist. Dass niemand über Allah subhanahu wa ta'ala steht. Und daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, warum seid ihr verblendet? Denn wenn ihr euch diese ganzen Sachen eingesteht, ja, wenn ihr euch diese ganzen Sachen eingesteht und zugibt, dass es niemand Gewaltigeren gibt als Allah subhanahu wa ta'ala, dass er derjenige ist, der gibt und der nimmt, wieso betet ihr dann noch andere neben Allah subhanahu wa ta'ala an? Und dann sagt der Autor, und die Verse dafür, also für Tawhid ar-Rububiyyah, sind sehr viele. Beispielsweise, und wir werden nur diese zwei im Schnelldurchlauf erwähnen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und hier auch wieder, in diesen zwei Versen ist Tawhid ar-Rububiyyah. Wer hat den Himmel und Erde geschaffen und euch vom Himmel Wasser herabkommen lassen? Die Versorgung. Damit haben wir herrliche Gärten wachsen lassen, deren Bäume ihr nicht wachsen lassen könntet. Ihr könntet keinen Baum erschaffen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der ihn erschaffen hat. Existiert wohl ein Gott neben Allah? Allah subhanahu wa ta'ala fragt. Ja? Existiert ein Gott neben Allah subhanahu wa ta'ala, der diese Sachen machen kann? Aber nein, sie sind Leute, die ihm andere Wesen gleichsetzen. Nein, sie sind ein Volk, das Götter neben Allah subhanahu wa ta'ala stellt. Und ebenso sagt Allah subhanahu wa ta'ala, o ihr Menschen, dient eurem Herrn, der euch und diejenigen vor euch erschaffen hat, damit ihr gottesfürchtig sein möget, der euch die Erde zu einer Ruhestätte und den Himmel zu einem Bau gemacht hat und euch vom Himmel Wasser herniedersandte und dadurch Früchte als Gabe für euch hervorbrachte. Darum setzt Allah nichts gleich, wo ihr es doch wisst. Wo ihr wisst, dass Allah subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der die Fähigkeit zu diesen Sachen hat. Und damit haben wir die erste Art des Tawhid besprochen, den Tawhid ar-Rububiyyah. Okay. Die zweite Art des Tawhid ist der Tawhid al-Uluhiyyah. Und wir haben gesagt, diesen Tawhid al-Uluhiyyah, er hat verschiedene andere Begrifflichkeiten. Ja? Man kann ebenso sagen, Tawhid al-Ibadah, der Tawhid der Anbetung. Oder Tawhid al-Talab, al-Qasd. Al-Talab, also der Tawhid der Absichten und der Gottesdienste.
Und wir haben gesagt, die Namen sind hier unwichtig. Ja, die Bezeichnungen sind hier unwichtig. Was wichtig ist, das sind was? Das sind die Bedeutungen. Das sind die Bedeutungen. Und dann sagt der Autor, und das ist derjenige, also die Art des Tawhid, das ist derjenige, wo es Diskussionen bzw. Streitgespräche in der damaligen und heutigen Zeit gab. Das heißt, der Unterschied zwischen den Muslimen und den Ungläubigen liegt im Regelfall in diesem Tawhid. Ja, in dem Tawhid al-Uluhiyya, in der Anbetung von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber dass es einen Schöpfer gibt, der alles nimmt und gibt und der für alles sorgt, viele von den Ungläubigen bestätigen das. Also bestätigen die Grundlage in diesem Tawhid.